Hi, mein Name ist Rebecca Kunikowski. Ich wohne in Berlin, bin 40 und bin Schauspielerin. Also ich bin auch eine der Botschafterinnen und für mich war es von Anfang an klar, ich will dabei sein, ich will ein Teil davon sein, weil für mich ist es unfassbar wichtig, dass in der Welt was passieren muss. Und wenn jeder so einen kleinen Teil dabei macht, dann ist schon der ganzen Welt geholfen. Und ich glaube, wir sind hier auf einem richtig guten Weg, gerade im Bereich Film, aber mittlerweile ja auch das Act sehen wir ja nicht nur im Acting, sondern jeder, der etwas tut. Und das finde ich so schön. Unfassbar in diesem Jahr habe ich gemerkt, dass das Diversitätsthema an einer Stelle steht, die sehr weit oben ist, das finde ich auch schön, auch kritisch besprochen wird. Und natürlich auch das Essen, also Green Food am Set und auch generell die Ernährung. Ich habe vorher sehr viel in London gedreht und da war von Anfang an, hatte jeder seine eigene Flasche bekommen mit Namen drauf, die immer wieder befüllt wurde. Es gab ein veganes Catering, ein vegetarisches Catering, wiederverwendbares Besteck, beziehungsweise man hatte so eine Alu-Verpackung, also auch wenn es Alu war, aber die haben wir immer wieder genommen. Und ich war so, okay, wow, das kenne ich aus Deutschland nicht. Und war da sehr überrascht, wie weit wir eigentlich zurück waren. Und das hat sich jetzt ganz schön geändert. Also ob wir da einen Teil beigetragen haben, das weiß ich noch nicht. Aber ich merke jetzt am Set, es wird mehr auf die Ernährung geachtet. Natürlich kann es nicht immer nur vegan, vegetarisch geben, weil manche Menschen haben Intoleranzen, Männer brauchen manchmal Fleisch. Aber das Bewusstsein am Set ist viel, viel besser geworden. Also das muss ich schon sagen. Wir haben noch Potenzial, aber es geht schon nach vorne. Ich kann wenig essen, was Gemüse oder Obst angeht. Da habe ich halt auch so ein kleines Problem. Deswegen tue ich mich mit der Ernährung schwer. Aber ich bin DDR-Kind und wir haben bewusst den Sonntagsbraten gehabt. Und wenn man da wieder hinkommt, das ist wichtig. Und das ist bei mir so, dass ich mitbekomme, zu Hause esse ich so gut wie gar kein Fleisch. Oder halt ein Ersatzprodukt, was dann doch mal lecker ist. Einfach ranführen. Und ein großes Thema bei mir ist Kleidung. Bei uns wurde nie was weggeschmissen. Es wurde entweder verkauft, verschenkt, an Freunde gegeben und das ziehe ich bis heute durch. Also nicht nur Kleidung, auch Möbel. Also ich versuche wirklich so Secondhand oder Portale zu nutzen, wo man Dinge einfach weiter leben lassen kann. Und das ist mir wichtig. Meine ersten Sachen habe ich, angefangen online zu verkaufen, da war ich 11 oder 12. Und hat meine Mutter damit angesteckt. Und seitdem war dann so, sie hat sich ein kleines Studio aufgebaut, Bilder gemacht, weil sie das total schön fand. Und das war so ein Punkt bei mir, der sich bis heute durchzieht. Es wird nichts weggeschmissen. Und selbst wenn man es wegschmeißt, dann wird es recycelt wie Kleidung. Man kann es in Läden abgeben. Mülltrennung. Wenn jeder von uns einfach nur seinen Müll richtig trennen würde, da wäre schon so viel. Da wären so vielen Leuten geholfen. In der Thema Diversität, was wir auch hier auf der Lounge dieses Jahr ganz toll hatten, ist es für mich Felix Nieder. Wir hatten auch beide zusammen ein Workshop-Panel. Das war ganz, ganz spannend und richtig schön. Und im Bereich Green ist es für mich einfach Marie von den Bänken. Die steht ganz weit oben bei mir, weil ich kenne niemanden, der sich so krass für Green und Umwelt und alles einsetzt. Die ist einfach top. Diese Bewusstheit, wie ich es vorhin angesprochen habe mit dem Sonntagsbraten. Ich verstehe, dass jede Familie, die 2 Kinder hat, es ist unfassbar teuer, gesund einzukaufen. Aber wenn man vielleicht ein bisschen drauf achtet, kann man auch vegan, vegetarische Gerichte mit weniger Geld irgendwie herstellen oder bewusst einkaufen. Bewusster, dass man sagt, hey, ich kaufe jetzt irgendwie, die Tomaten sind im Angebot, dann mache ich heute irgendwie die Bolognese, morgen gibt es dann einen Tomatensalat. Dass man bewusst sich vielleicht das vorlebt. Und das finde ich beim Essen, da gehört es, glaube ich, hin, dass man da bewusster den Menschen zeigt, es geht auch günstig, ohne dass du gleich irgendwie teure Produkte kaufen musst. Ich glaube, die Leute müssen wieder mit sich selber zufriedener werden und entspannter, um dann auch zu sagen, ich verzichte vielleicht mal. Weil Verzicht ist immer ein böses Wort. Ich verzichte ja auf nichts. Ich mache mir einfach nur ein anderes cooles Essen oder gebe jemandem die Hose, der sich drüber freut. Aber global ist es, glaube ich, sehr schwierig, das Bewusstsein dahin zu bekommen. Wir sind schon auf einem ganz guten Weg, finde ich, dass man anfängt, in bestimmten Ländern auch mal einen Step zu setzen. Aber global ist es schwieriger. Ich glaube, Deutschland ist da schon ziemlich weit vorne, was so Green angeht. Also, denke ich schon, ja.